Da erkenne ich mich ja ganz so gut. Da hatte ich mal anständig hier im Ordner. Wartet. Ich darf mich sowieso verabschieden. Es war sehr schön bei euch. Ihr habt toll mitgesungen. Ich bin ganz begeistert. Ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht nach Magdeburg ziehe. Ja, die schöne Stadt. So. Warte mal, ist da nicht noch eine Gruppe? Ah ja. Kennt ihr das hier? Wisst ihr, was das war? Endlich. Da waren die alle noch gar nicht geboren. Es gab mal eine Gruppe, die hieß Les Humphreys Singers. Und da gab es mal einen Typen, der hieß Jürgen Dreves. Das war der, neben der Peggy Evers aus Hamburg, der einzige Deutsche. Warte mal, ich gucke gerade, wo sie ist. Nein, das ist die. Die ist hier gar nicht. Da ist sie. Das ist Peggy. Peggy und Jürgen waren die einzigen Deutschen. Und ich habe eine neue LP gemacht, ich erkläre es euch, ich glaube, das ist besser. Der Papa hat das auch schon gut erklärt. Ich habe das Bett im Korbel, ich habe Wir zielen auf das Dach, ich habe Mama Lou, diese ganzen Titel von früher, die sowieso keiner kennt. Ich habe die nochmal neu aufgenommen und vielleicht kennt sie dann jetzt mal irgendwann irgendwer. Und ich kann euch gerne noch ein oder zwei Titel davon vorsingen. Ich höre gerade, ich soll, pass auf, gib mir mal schnell die Bilder, sonst komme ich zu gar nichts mehr. Ich werde noch mal jetzt Mama Lou singen von den Humphreys Singers, wenn ihr wollt. Und dann könnt ihr entscheiden, was. Ihr steht da hinten sowieso rum, hier vorne ist überall Platz. Ist eigentlich schade. Ihr könnt auch auf die Bühne kommen und ich gehe ins Publikum. Und ihr guckt mich an, wenn ihr auf der Bühne steht. Wir sind ja nicht so viele hier heute. Es geht ja alles. Mama Lou, let's go!